Ja, hi und willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind jetzt hier mit Barrett und Eris auf der Flucht vom Shinra, im Shinra-Gebäude, im Erdgeschoss. Und ja, in der letzten Folge haben wir gegen Genova gekämpft und gegen Rufus Shinra. Und ja, wir sind, ja, ich glaube, wir kommen nur noch Bosse und ich werde keine Zeit zum Verschnaufen haben. Also ja, müssen wir uns vielleicht dran gewöhnen erstmal. So, erst einmal, habt ihr überhaupt voll AP oder so was? Oh Gott. So, wird schon klappen. Ich habe Stehen jetzt ausgerüstet bei Barrett. Und ja. Und die hatten viel zu viel aus. Ja, mache ich schon. Mann, du hast nichts. Oh, du gibst gar keine Erfahrungspunkte, das ist ein schlechtes Zeichen. Bedeutet, das Ding ist mehr oder weniger der letzte Gegner. Was war das Lichtschild? Müsste uns ja jetzt eigentlich... der innerhalb des Feldes wird automatisch mal zweimal bewegt, ja. Ich soll den rechten Arm irgendwie angreifen. Kann ich doch nicht. Tang und Fang haben hingegen keinen Effekt. Ja, nicht so, als könnte ich mit jemand anderem was schießen, ne? Und Barrett nur eine andere Waffe hätte. Ja, versuchen wir mal. Ja, super. Meine zwei ATB sind weg. Du Mistviech. Sind wir davor sicher? Ha, sind wir sogar echt. Red, kannst ruhig auch was machen, ne? Oder Ding nimmt so oder so Schaden. Cool. Ah, oh Gott. Jetzt kann ich den rechten Arm anvisieren. Oh, ich sehe gerade. Kann uns hier verstecken. Die gegen irgendwas anfällig. Nö. Such mal. Ich hoffe, die bleiben dann auch tot. Sonst wird das extrem nervig. Steck mich mal hier. Ding hält bestimmt ewig, ne? Da ist auch viel sicherer hier. Sturm. Okay, was ist das? So, ein Ding ist kaputt. Das ist auch schon mal was. Ja, Regina sollte ich vielleicht auch mal einsetzen. Da wäre vielleicht eine Idee. Aber okay, ich wollte schon sagen, hat der Barrett nicht erreicht. Oh Gott. Wir haben schon zwei kaputt, sehe ich gerade. Das Barrett. Ah, die Fähigkeit ist so cool. Ich meine, einige, oh Gott, einige Schüsse kommen noch durch, aber das meiste nicht. Vor allem Red steht einfach nur so da. Sie starren sich einander an. Mein Gott, ich wollte auch nur mal kurz hier den Dings hier reinpacken. Treff ich dich, dich. Nee, ich treff dich. Oh Gott, das Ding ist kaputt. Ich mir eigentlich schon denken können. So. Oh Gott. Beschütz mich. Ich einfach, Alter, warum machen das so viel Schaden? Ich noch mal wüsste, was Sturm noch mal macht, aber er scheint viel mehr Schaden zu machen. So, jetzt kommen wir auf dich los, ne?
Ja, da hinten ist noch so, boah, er hat sich dahinter versteckt. Aber da können wir uns auch hinter verstecken. Ja, toll. Na, Dreck. So, du ballerst mal das Ding hier ab. Ah, der steht direkt hinter dem, ich krieg den nicht. Er dreht sich die ganze Zeit zu mir um. Oh Gott, ich bin tot. Ja, Dreck. Ja, jetzt drehst du dich um, du Mistviech. Das ist eigentlich voll blöd. Warum bin ich jetzt auch hier? So, und du musst jetzt das hier einsetzen, damit du am Leben bleibst. Mann, dreh dich doch mal woanders hin. Ich kann ihn nicht angreifen. Ich treffe das Ding nicht. So, wird ich davon auch noch getroffen? Nein. Ah. Ja, komm, egal. Hast du irgendwas? Wenn er sich nicht die ganze Zeit zu mir drehen würde, ey. Er ist die ganze Zeit zu Aeris gedreht, ey. Ich komme nicht dahinter. Ich komme nicht da hinten an das Ding an. Na warte, ey. Oder vielleicht mal eine Idee, das jetzt zu machen. Alter, ey. Da, jetzt geht kaputt. Na. Ich bin am Abwehren. Hat nichts gemacht. Hauptsache, ey, es steht da noch, obwohl sie kaputt ist. 447 Schaden hat das gemacht. Also der rote Aeris. Boah. Nein. Hey, ehrlich? Boah, ehrlich? Mein Gott, ist der Kampf kacke. Na gut. Super. Ich will jetzt warten. So, geh mal da weg. Geh mal da weg. Ich will jetzt wieder bleiben. Oh. Vor allem Red macht absolut gar nichts. So, habe ich irgendwas, was alle heilt. Nee, ne? Oh, hier Megatrank. Der dreht sich sofort zu der um. Das gibt's jetzt nicht. Das ist mein Schild hier irgendwo noch? Nee. Die ist schon wieder leicht tot. So, da ist ein Schwachpunkt, habe ich gesehen. Da kein Schwachpunkt mehr. Aua. Jetzt geht doch nicht die ganze Zeit auf sie los, Mann. Ja,
Ja, super, er hat voll gemacht. Ja, das ist voll kacke, ne? Also die ist schon wieder leicht tot. Ich einfach nichts mit ihr machen kann. Jetzt geht doch mal auf ihn los. Gott, verdammt. Gibt's da jetzt einfach nicht. Boah, nichts davon ist irgendwie annähernd schädigt, ey. Reduziert, ja super. Alter. Mir fällt der Kampf nicht, ey. So, Gott. Wow, Red greift mal an, ey. So, ich muss mal ein paar Sachen hier, nehme ich Magiekreis, Heiliger Magiekreis. Heiliger Magiekreis und Magiekreis. Was? Pausen. Au! Gott! Hey, langsam wird das hier echt nicht mehr witzig, ey. Mich wieder da wegbewegen. Alter. Nein, 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 nein. Alter. Ist schon wieder leicht tot, ey. So, mach irgendein Rad oder so kaputt. Keine Ahnung. Ich habe leider nicht gesehen, was der. Okay, es sieht episch aus. Da muss ich mich jetzt echt hier die ganze Zeit immer verstecken. Oh mein Gott, ey. Wenn ich sie gerade geheilt habe. Hey, ich komme ja nicht in den richtigen Balance rein irgendwie. So, wo ist das Lichtschild hier? Voll falsch rum. Geil. Super. Ich würde mich ein ganz klein bisschen besser fühlen, wenn er nicht die ganze Zeit auf sie losgehen würde. Ey. Also echt frustrierend, ey. Super. Ah, sehr gut. Ein bisschen abgewehrt. Vor allem, ich komme auch nicht dazu zu zaubern oder irgendwie sowas. Kann ich gleich auch mal machen, ne? So. Fünfundzwanzig Schaden, ehrlich? Oh mein Gott, ey. Soll ich mal, ob das irgendwas bringt, hier die Räder kaputt zu machen? Ich mache das einfach mal. So, und ich mache mal irgendwie, weiß nicht, ein Ether oder Turbo Ether. Halt MP vollständig. Ja, gerne. Hätte ich gerne jetzt. Zum Glück können diese Dinger hier nicht kaputt gemacht werden. Ne? Ah. Nein. Oh. Ah, das ist echt frustrierend hier gerade der Kampf. Ey, 15 Minuten. Wir sind nicht mal annähernd irgendwie
den Kampf kaputt hauen, habe ich so gefühlt. Einfach drauf, Barrett, ey. Ist egal. Und so viel dazu. Ah. Es tut mich ja, tut mir irgendwie gerade viel mehr Schaden, als sie mir helfen tut, ey. Ich muss mehr. Während sich gegen ein Element schützt. Mit dann gesehen, der Schockleiste nur langsam, wenn sie ein oder steht sogar wirksam als mögliche. Weiß nicht. Oh, ich krieg ja echt gerade das Kotzen. Feuer, keine Ahnung. Oh mein Gott, ey. Das ist so ein beschissener Kampf. Ja, und die ist weg. Gott. Nicht gut, dass der Computer gesteuerte Charakter wenigstens weiß, was das zu tun ist, ne? Jetzt hab ich hier das Sagen. Zwei Schaden. Ey, was ist denn das? Okay, das nützt nichts, auf die Räder zu gehen, habe ich langsam das Gefühl. Nee. Ja, ey. Warum kann ich denn dann überhaupt auf die Räder losgehen? Ich habe einfach dagegen, ne? Aber der Boss war viel angenehmer im Original. Einfach nur zum Kotzen gerade. Oh mein Gott. Da auf den Schwachpunkt. Geh da drauf bitte. Oh. Also ich kann da nicht mal irgendwie vernünftig drauf zielen. Irgendwie. Aero, versuch Aero. 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 Weiß ich. Das mache ich denn natürlich aus, ey. Ich krieg hier echt da. Boah. Ich krieg ja echt so viel. Ich sitze jetzt hier eine halbe Stunde an diesem blöden Boss dran. Dann muss es ja ausgerechnet sich jetzt wegbewegen, ey. Hier, flüstert. Schwäche, sehr gut. Feuerwand. Okay. Ja. Aber er tut also seine Schwäche dann wechseln, oder wie? Alter. Da macht den Kampf ja viel einfacher dann. So, hat er jetzt schon wieder gewechselt? Nee, ne? Nee. Oh, dann macht es da jetzt hier viel einfacher. Au, 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 au. Okay, ist gut. Oh, ich brauche wieder einen Turbo-Ether. Vor allem, weil die ganzen Sachen jetzt. Sehr gut. Ach mein Gott, ey. Nur weil ich nicht gecheckt habe, was ich am Anfang machen muss, ey. Deswegen, was ist denn der jetzt anfällig? Gegen alle Elemente oder was?
Sieht mir schon fast so aus. Ich brauche meinen Magiekreis. Jetzt war gegen. Ach, die Farben da. Oh, Farben da an der Brust von denen. Fraten hat, glaube ich. Alter. Was ist denn der jetzt schwach? Ich gehe mal weiter weg. Ich habe das Gefühl, er wird wehtun. Ja. Okay, die Dinger sind noch da. Blitz. Schwäche. Okay, hier komme ich nicht durch. Super. Okay, Schwäche. Ich bin die ganze Zeit getroffen. Okay. Also daneben. So, jetzt zweimal Blitzra. Ah, jetzt ist reduziert, ehrlich. Ich krieg ja echt das Kotzen. Ja, Feuer ist jetzt Schwäche, super. Feuer hat sie nicht. Ah, das war's, glaube ich. Oh Gott. Oh, jetzt mache ich sogar Schaden halbwegs. Sehr gut. Das war jetzt viel einfacher. Alter. Physische Resistenz plus stand da jetzt gerade. Oh Gott. Wie oft ich jetzt schon heilender Wind eingesetzt habe, ne? Das ist mein Magiekreis. Ich weiß nicht, wo mein Magiekreis ist. Aber ich sehe gerade, jetzt gibt er sogar Erfahrungspunkte und so. Hier ist mein Magiekreis, danke. So, keine Ahnung. Feuer. Sie hat sogar Feuer, sich. Okay, langsam haben wir's. Oh nee. Du schaffst das schon. Hier kommt Barrett. Der hängt was aus. Gibt's irgendwo Deckung? Hinter die Seile. Ich baller einfach auf den. So, jetzt bald du auch. Ja, ah, jetzt auch voll gemacht. Was hat? Nochmal überstehen wir das nicht. Ja, daran bin ich ja sehr gut, ne? Was hat? Oh mein Gott. Alter. Dem haben wir es gezeigt. Ja. Der Kampf hat länger gedauert, als er eigentlich sein sollte. Schon laut und tiefer vergessen. Natürlich nicht. Dann los. Wir müssen ihren Fluchtweg sichern. Richtig. Beeilung. Na, aber bekomme ich vielleicht so die Chance, hier zwischendurch zu speichern? Weil ich nämlich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt hier direkt zum finalen Boss und all sowas gehen, ne?
Abrissbirne. Na, wir sind wieder ganz unten. Jetzt müssen nur noch die anderen kommen. Ah, das ist nicht gut. Feind ist umstellt. Schön. Gute Arbeit. Naja, unter meiner Leitung ja auch kein Wunder. Yeah. Lustig. Was für ein wild zusammengewürfelter Haufen ihr noch seid. Ein Terrorist. Ein Blumenmädchen. Ein Versuchsobjekt. Ach ja. Und wo ist der Rest von euch? Wer weiß. Und haben sie gegen Rufus gesagt, eigentlich im Original. Früher oder später schnapp ich euch alle. Das Mädchen brauche ich lebend. Die anderen könnt ihr gerne umbringen. Eris, du hast Marlene beschützt. Diesmal werde ich dich beschützen. Warte! Was geht? Cloud! Wie bitte? Wer den nicht geguckt hat, habe ich meine Gewehrarm ausgeholt. Sehr geil. Und da ist der Van. Sehr geil. Lasst sie bloß nicht entkommen. Schnappt sie euch. Tschüss. Hau mal einfach ab. Einfach fehlt. Hat jemand gesehen? Okay. Das hat der eine Typ, der uns kennt. Warum? Warum? Ja, voll schief gehen können, ne? Weil es mir das Schwert einfach da runtergefallen wäre. Okay, wir sind geflohen. Na, ist doch gut, oder? Den Direktor haben wir auch platt gemacht, mehr oder weniger. Er wurde platt gemacht. Und ja. Hab's geschafft.
Zum Jubeln ist es zu früh. Alter Grießkram. Lach's doch mal. Lass das dazu. War nur ein Spaß. Seht. Scheideweg des Schicksals. Ja, was es damit auf sich hat, würde ich sagen, das sehen wir es in der nächsten Folge, ne? Weil 30 Minuten haben wir jetzt schon und ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal einen Schnitt. Also, dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss!